Und herzlich willkommen im Keller und zum zweiten Teil von hier dieser Bertrand-Geschichte. Dazu habe ich nämlich jetzt noch so einiges zu erzählen, jetzt eben aus naturwissenschaftlicher Sicht. Und zwar, erstens mal zu den Inhaltsstoffen und dann kommt noch im zweiten bzw. dritten Teil der ganzen Reihe, inwiefern sich das jetzt für Outdoor-Einsätze denn eventuell rentiert und da Sinn macht. So, und zu den Inhaltsstoffen muss man jetzt sagen, da lese ich am besten erstmal die Zutatenliste vor. Und zwar ist da drin glutenfreier Vollkornhafer, Rapsölpulver, Milchproteinpulver, Magermilchpulver, geriebene Mandeln, Leinsamenmehl, Agavenpulver, Sonnenblumenkernmehl, Walnussmehl, Johannisbrotkernmehl, Sanddornpulver, Jodsalz, Kokosnussmehl, Trockenhefe, Algenpulver, Mann, Ben kann heute nicht lesen, Pilzpulver. Und all dieser Krempel mit einer Ausnahme, nämlich Kochsalz, stammt aus ökologischer Landwirtschaft. Also ein sehr Bioprodukt offensichtlich. Ich habe es, glaube ich, schon mal gesagt im ersten Teil, wenn man sich was nimmt mit einer Geschmacksrichtung, das ist ja neutral, ohne irgendwelche Geschmacksstoffe, dann kann es halt sein, dass da noch einzelne Sachen drin sind, wie natürliche Aromen. Das ist ja bekanntlich irgendein Pilzpulverchen auch, die dann nicht aus ökologischer Landwirtschaft stammen, macht aber geringfügigsten Promilleanteil an Gesamtvolumen dieser Tüte dann letztendlich aus. Ich wollte es nur gesagt haben, aber so in dieser Form ist das komplette Produkt, abgesehen von Salz, das gibt es nicht in Bio, das ist nichts Biotisches, 100% aus ökologischer Landwirtschaft. Finde ich schön. So, und da ist jetzt also quasi aus ernährungswissenschaftlicher Sicht die ideale Kombination sämtlicher Nährelemente, sämtlicher Vitamine und sämtlicher Nährstoffe, wenn ich sie jetzt mal so nennen möchte, also Fett, Kohlenhydrate und Eiweiß, drin in einer Kombination, wie es halt wirklich idealerweise nach wissenschaftlichen Erkenntnissen für den menschlichen Körper am besten passt. Gesunder kann man sich also eigentlich nicht mehr ernähren, auf dem Papier. Inwiefern das jetzt in der Praxis eine Rolle spielt, ist das nur auf dem Papier oder nur in der Theorie so ist, darauf gehe ich dann später noch ein. Gehen wir jetzt nochmal kurz die Nährwertsangaben durch und ich versuche mich einigermaßen kurz zu fassen, weil sonst geht das wirklich ins Bodenlose. Ich gehe aber jetzt davon aus, dass die eine oder andere kleine Anmerkung zu den jeweiligen Komponenten, die hier drin eine Rolle spielen, trotzdem angemessen ist und ihr sowieso wisst, worauf ihr euch einlasst, wenn ihr jetzt dieses Video angeklickt habt. Okay, also wir haben erstmal ein Energiegehalt von 426 Kilokalorien pro 100 Gramm. Das entspricht ungefähr auch dem, was in solchen Expeditionsmahlzeiten drin ist. Trekking-Mahlzeiten, Trekking-Eat, Survivor-Food und was auch immer. Also diese Tüten, wo man heißes Wasser reinkippt, gefriergetrocknete Mahlzeit, quasi heißes Wasser reinkippen, bisschen ziehen lassen und kann das dann löffeln. Vom Kaloriengehalt her also etwa vergleichbar, auch vergleichbar bei Fett, Kohlenhydraten, Ballaststoffen und Eiweiß. Tendenziell ist hier ein bisschen mehr Eiweiß drin als in vielen dieser entsprechenden Gerichte. Was jetzt nochmal ein großer Unterschied ist, hier sind noch sämtliche Vitamine und Mineralstoffe drin, die der Körper so braucht. Das ist bei diesen Trekking-Mahlzeiten dann nicht mehr der Fall. Lasse ich jetzt erstmal so stehen, werden wir nachher noch ein bisschen vertiefen. So, dann haben wir hier jetzt Fett, 17,6 Gramm, davon aber gerade mal 1,8 Gramm gesättigte Fettsäuren. Ich will das müsstet ihr euch dann auch selber zusammen googeln, sonst führt das zu weit. Aber es gibt quasi die guten und die schlechten Fettsäuren, also die, die noch zusätzliche positive Effekte auf die Gesundheit haben können und die, die das definitiv nicht haben. Also das wäre vielleicht wichtig zur Unterscheidung. Die gesättigten Fettsäuren, die schlechten Fettsäuren in Anführungszeichen, die töten einen nicht. Die sind nicht ungesund in dem Sinne. Sie haben aber nur keinen zusätzlichen positiven Effekt, der gesund sein kann und gegen diverse Vorbeugen, zum Beispiel gegen Krebs, positive Effekte haben kann.
Die mehrfach ungesättigten Fettsäuren hingegen haben das. Die können quasi krebsvorbeugend wirken. Können, müssen nicht. Man kann auch trotzdem Krebs kriegen, aber sie können es zumindest. Kann sein. Es gibt Effekte, die da nachweisbar sind. Und daraus besteht hauptsächlich der Fettanteil in dieser Nahrung. Und das ist halt eben genau umgekehrt bei zum Beispiel Pommes, Toastbrot, normales Brötchen, Weizenbrötchen vom Bäcker, eine Brezel vom Bäcker, ein Schnitzel oder sonst wie. Die haben alle überwiegend zu etwa 80% bis 90% gesättigte Fettsäuren. Also die keinen zusätzlichen positiven Effekt auf die Gesundheit haben. Lass ich jetzt einfach mal so stehen. Dann haben wir Kohlenhydrate, 45 Gramm. Davon, und das ist auch wieder anders als bei fast allen anderen Nahrungsmitteln, die man sonst so futtert, 5,2 Gramm gerade mal Zucker. Das heißt, die Kohlenhydrate, die hier drin sind, das ist alles Stärke, größtenteils zu 90% etwa. Langkettige und verzweigte Stärkemoleküle. Einzelzucker, also auch das, was man als Haushaltszucker kennt, Saccharose, das ist ein Doppelzucker, aber auch trotzdem ein sehr kurzkettiger. Die liefern sehr, sehr schnell Energie. Man futtert die und in dem Moment hat man auch schon die Energie quasi zur Verfügung und kann sie sofort nutzen, um gegen den Säbelzahntiger zu kämpfen. Bei langkettigen Zuckern bzw. Stärke, was nichts anderes ist als eine lange, lange, lange Kette aus Zucker, ist es so, dass die erst klein gespalten werden muss, damit die Energie erst nach und nach leicht verfügbar wird und der ganze Prozess der Energiebereitstellung dauert länger. Das ist eigentlich nicht gut, weil man will ja schnell Energie haben, um gegen den Säbelzahntiger kämpfen zu können. Das Problem ist nur, dass wir heutzutage halt keine Säbelzahntiger mehr in der Regel vor der Haustür stehen haben und deswegen brauchen wir nicht ständig schnell verfügbare Energie, um ideal kämpfen zum Beispiel zu können. Wenn wir sie dann trotzdem zu uns nehmen, die kurze, super tolle Ultra-Energie, nämlich Zucker, dann werden wir fett, schlicht und ergreifend, weil wir sie halt nicht verbrauchen. Und deshalb ist es besser, man nimmt langkettige Kohlenhydrate zu sich und verbraucht die langsam nach und nach. Das hat nämlich den Vorteil, dass man dann zusätzlich, um halt die Energie aufzubringen, um zum Beispiel am Computer irgendwelchen Schwachsinn zu tippen oder dumme Videos zu machen, dass man dann als zusätzliche Energielieferungskomponente Fett verbraucht. Da wir ja auch zu viel Fett zu uns nehmen als Zivilisationsmensch, haben wir davon ja auch bekanntlich mehr als genug. Und wenn man immer nur Zucker nimmt, dann braucht man nie seinen körpereigenen Fettvorrat auf. Hat man hingegen sehr langkettige Kohlenhydrate zu sich genommen, dann sind die quasi ideal, um immer nur so viel Zucker abzuspalten, wie man braucht, um quasi sein Fett dauerhaft abbauen und verbrauchen zu können. Man arbeitet sozusagen mit dem Fettstoffwechsel, mit der Hilfe der Zuckermoleküle, die nach und nach vom langkettigen Stärkemolekül abgespalten werden. Also so ist das, glaube ich, ganz anschaulich zu erklären und so funktioniert es in der Praxis eben tatsächlich. Es gibt teilweise auch Diäten, die auf Kohlenhydrate ganz verzichten und sich quasi nur von Fett und Eiweiß ernähren. In diesem Fall übernimmt Eiweiß quasi die Funktion vom Zucker und sorgt dafür, dass die Fettstoffwechselung, Fettverbrennung unter Verwendung von Eiweiß stattfindet. Man braucht bei dieser Form der Ernährung dann aber sehr, sehr, sehr viel Eiweiß, weil Eiweiß zu verbrauchen ist immer so ein bisschen blöd. Eiweiß wird nämlich auch benötigt, um überhaupt Körpersubstanz aufzubauen. Zucker und Fett, also Kohlenhydrate und Fett, besser gesagt, sind energiestoffwechseltechnisch für den Körper sehr, 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 sehr wichtig. Eiweiß ist der Baustoff, aus dem die Körpersubstanz aufgebaut wird. Alles, was wir im Körper so brauchen, irgendwelche kleinen, lustigen, rumflitzenden Teilchen, die Nachrichten übermitteln oder Hormone oder Dinge, die dafür zuständig sind, dass DNA abgelesen werden kann und die DNA selbst, die basieren alle unter anderem sehr stark bis sehr, sehr wichtig und als elementare Komponente immer auf Eiweiß, also Proteine. Proteine sind das A und O zum Funktionieren, insbesondere wenn man ein Tier isst. Pflanzen basieren auf einem Kohlenhydratgerüst. Tiere basieren auf einem Proteingerüst, quasi.
ganz einfach ausgedrückt. Deswegen ist ein Käfer, wenn man Käfer futtert, als Ernährungsalternative auch so wahnsinnig reich an Eiweiß, weil der ganze Körper besteht aus Eiweiß. Bei uns im Übrigen auch, mal abgesehen vom Skelett. Und wir haben noch jede Menge Wasser intus und speichern als Energiereserve auch jede Menge Fett. Dass wir teilweise sehr viel Fett enthalten, ist ja unnatürlich und von der Natur in diesen Ausmaßen vielleicht nie großartig beabsichtigt gewesen. Es ist ja auch nicht so schön, wenn man davon jede Menge mit sich rumschleppt. Aber unser Hauptgerüst, unsere Hauptkörpersubstanz sollte eigentlich aus Eiweiß bestehen. Und das regelmäßig zu verbrauchen für den Energiestoffwechsel ist eigentlich blöd, weil wegen Säbelzahntiger und so weiter und so fort. Gut. Jetzt habe ich schon erklärt, was Eiweiß ist. Jetzt kann ich noch sagen, dass hier 21,3 Gramm Eiweiß drin sind. Das ist das Doppelte von der normalerweise empfohlenen Menge, weil es ist hier ja die aktive Variante. Ne? Also wer viel Sport macht, braucht ein bisschen mehr Eiweiß, weil er dann mehr Muskeln benutzt. Und kaputte Muskelzellen müssen regeneriert werden mit Eiweiß. Zum Beispiel einer der vielen Gründe, weshalb hier dann erhöhte Eiweißmengen durchaus sinnvoll sind. Ballaststoffe sind noch drin, 5 Gramm. Ballaststoffe sind dafür da, dass irgendwas noch im Darm vor sich hin durchgeht, was irgendwie dabei hilft, gewisserweise die Verdauung anzuregen. Zu viele Ballaststoffe gibt Verstopfung, zu wenig Ballaststoffe gibt Durchfall. 5 Gramm ist ideal, gibt irgendwas dazwischen. Will ich nicht weiter ausführen. Und dann haben wir noch 0,5 Gramm Salz. Ein bisschen Salz ist als Natrium- und Chlorlieferant durchaus elementar wichtig für unsere Ernährung und ohne gehen wir kaputt. Zu viel Salz gibt unter anderem Bluthochdruck und oder wenn man nicht schon welchen hat, wird er immer schlimmer. Nicht so lustig. So, das ist so ziemlich in jedem Nahrungsmittel enthalten, das eben genannte Zeug. Teilweise in ganz falschen und schlimmen Zusammensetzungen, meinetwegen, keine Ahnung, 70% Fett, 20% Kohlenhydrate, 10% Eiweiß. Das wäre für irgendwelche Polarexpeditionen vielleicht noch ein ganz gutes Nahrungsmittel, aber für uns im Alltag eine ganz miserable Idee, insbesondere wenn man dann in Zivilisationsländern lebt. Es ist die optimale Zusammensetzung. Sich das so zusammenzubauen, wenn man sich mit meinetwegen Brötchen, Salat und einem Schnitzel ernährt, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Man muss da also schon ganz viel Zeit und Aufwand in seine Ernährung investieren, wenn man das so optimal hinbekommen möchte. Ist fast schon gar nicht möglich. Es sei denn, man ist halt wirklich gewillt, da richtig, richtig, richtig Buch zu führen, was esse ich jetzt von wie viel, wovon und so weiter und so fort. Für mich persönlich viel zu viel Aufwand. So viel dazu erstmal. Jetzt sind hier noch drin und auf deren Funktion möchte ich jetzt auch noch mal kurz ein bisschen eingehen. Nährelemente und Vitamine. Die Nährelemente, wie der Name schon sagt, es sind Elemente. Also das jeweils kleinste Teilchen in der Chemie, das nicht mehr weiter aufteilbar ist. Und das wären alle, die man zum Leben tatsächlich auch braucht. Es gibt noch zusätzliche, die kann man zu sich nehmen, die braucht man aber nicht unbedingt. Das sind die, ohne die man stirbt, quasi. Und zwar sind das Calcium, Chlor, Eisen, Jod, Kalium, Kupfer, Magnesium, Mangan, Phosphor, Selen und Zinn. Normalerweise herrscht daran, gerade als Fleischfresser, also omnivore Ernährungsmensch, normal, wenn man das jetzt benutzen möchte, diesen Begriff in diesem Zusammenhang, an dem ganzen Zeug herrscht dann eigentlich nie Mangel, weil die im Fleisch eigentlich immer vorhanden sind. Bei den Mengen an Fleisch, die wir ja leider, muss man ja fast sagen, in in Industrieländern, das Wort habe ich gesucht, zu uns nehmen, haben wir da mehr als genug von. Vegan oder vegetarische Ernährung schaut die Sache anders aus, denn in Pflanzen ist so ein Zeug auch notwendig,
teilweise andere Zusammensetzungen. Es gibt da schon ein paar Unterschiede, aber auch Pflanzen brauchen eben Nährelemente. Und die haben das Problem, die kommen dann nur dran, wenn sie es aus dem Boden nehmen. Nicht jeder Boden enthält aber alle diese Sachen. Deshalb kann es da bei Pflanzen relativ schnell zum Mangel kommen. Und die Tiere, die dann von diesen entsprechenden Pflanzen leben, können da auch relativ schnell Mangelerscheinungen aufbauen. Wer jetzt also zum Beispiel als Vegetarier primär Salat aus dem eigenen Garten futtert. Im eigenen Garten gibt es aber aufgrund der Zusammensetzung des Bodens zum Beispiel wenig Magnesium. Dann kann es halt durchaus vorkommen, dass man als Mensch dann Magnesiummangel bekommt, weil die Pflanzen, die man futtert, nur sehr wenig davon enthalten. Man als Mensch viel mehr Magnesium braucht als die Pflanzen. Die kommen vielleicht noch zurecht, man selbst dann vielleicht eventuell nicht mehr. Also das ist nur so als einzelnes Beispiel. Wenn man Fleisch futtert, ist da ja schon, weil das Tier vorher gelebt hat, in den entsprechenden Mengen die entsprechenden Mineralien auch schon vorhanden. Es ist auch nicht unwahrscheinlich, wenn man zum Beispiel was futtert, was vorher selbst Fleisch gefuttert hat, dass man dann jede Menge sogar von diesen Mineralien abbekommt. Außerdem hat man als Mensch noch theoretisch die Möglichkeit, durchs Wasser viele dieser Mineralien aufzunehmen, die dann im Wasser gelöst vorliegen. Man könnte theoretisch sogar dann nochmal irgendwie an irgendwelchen Steinen lecken, wie es zum Beispiel Rehe oder Hirsch oder Ziegen oder ähnliches tun, um ihren Mineralbedarf noch zusätzlich zu ihrer ansonsten vorwiegend pflanzlichen Nahrung zu decken. Meistens ist also die Nährelementkomponente der Ernährung jetzt nicht so das große Problem, insbesondere wie gesagt, wenn man Fleisch futtert. Komplizierter kann es mit den Vitaminen werden und die führen eher zu Problemen, dass man davon zu wenig abbekommt. Und da ist jetzt der Vegetarier oder der Veganer tatsächlich sogar bis auf ein oder zwei Vitamine, die tierischen Ursprungs sein müssen, ist da in gewisser Weise im Vorteil. Denn Vitamine sind biotische Substanzen, also organische Verbindungen. Es sind keine Elemente, also nichts Unteilbares mehr, sondern wirklich Verbindungen, Moleküle, die so in Pflanzen, bis auf ganz wenige Ausnahmen, erzeugt wurden. Und wir sind also darauf angewiesen, als Fleischfresser immer noch eine gewisse pflanzliche Komponente zu uns zu nehmen. Ein sehr prominentes Beispiel, was passiert, wenn man sich nur von Fleisch ernährt, ist Skorbut. Vitamin C ist, beziehungsweise Ascorbinsäure ist nämlich tatsächlich nur in pflanzlichen Produkten vorhanden. Wenn man gar keine pflanzliche Komponente in seiner Nahrung hat, dann stirbt man an Skorbut. Was vielleicht noch funktionieren kann, ist ganz, ganz viel Leber. Das sieht man bei den Eskimos, die sich ja quasi, beziehungsweise den Inuit, die sich fast nur fleischlich ernährt haben und das über lange, lange, lange Zeiträume. Die haben es auch irgendwie überlebt, ohne allzu viel Skorbut zu bekommen. Und das lag dann halt eben tatsächlich an Leberverzehr. Ziemlich viel Leber und gerade eben die sehr, ja, besonders gesunde Leber von unter anderem so Viechern wie Wal, den man ja normalerweise inzwischen nicht mehr essen sollte, aus verschiedenen Gründen, oder auch Lebertran und solche Sachen, das sind dann noch so Komponenten tierischen Ursprungs, die eine gewisse Menge an Vitamin C unter Umständen bereitstellen können, aber es ist erheblich einfacher, wenn man halt mal eine Zitrone nuckelt, quasi. Vitamine gibt es 13 Stück, die der Mensch unbedingt braucht, um lebensfähig zu sein. Darunter sind zwei, die wir unter gewissen Umständen selbst synthetisieren können. Man könnte also jetzt sagen, okay, die zwei muss man jetzt hier nicht zusetzen, weil die können wir ja selber synthetisieren, selber herstellen im Körper. Eins davon ist aber das berühmte Vitamin D oder auch D3, um korrekter zu sein. Das kann quasi per Photosynthese hergestellt werden, wenn wir genug an die Sonne kommen. In der Haut ist das dann herstellbar unter Verwendung von Sonnenlicht. Aber wenn man im Bunker hockt und will eine Nahrung haben, mit der man auch im Bunker über längere Zeiten überleben möchte oder kann, dann braucht man halt auch eben Vitamin D da drin. Und eine gewisse andere Sache, die dem Namen mir gerade nicht einfällt, das ist auch nicht so wichtig, die kann auch nur unter bestimmten Voraussetzungen im Darm von der Darmflora synthetisiert werden.
Ist egal, alle 13 Vitamine, die man so braucht, sind hier drin. Teilweise auch in etwas höheren Konzentrationen, als sie unbedingt notwendig wären. Jetzt kann man bei den Vitaminen allerdings nochmal unterscheiden in fettlösliche und wasserlösliche Vitamine. Die wasserlöslichen, die sind aufgrund dessen, dass bei uns alles ziemlich wässrig zugeht, im Körper relativ schnell ausspülbar und werden über die Niere abgegeben. Da braucht man eine relativ kontinuierliche Zufuhr. Pro Tag wirklich eine gewisse Menge von denen, sonst werden die relativ schnell, in Anführungszeichen, knapp. Die fettlöslichen Vitamine, unter anderem ist eben erwähnte Vitamin D, die können im Körperfetthaushalt gespeichert werden und davon können wir Vorräte anlegen und da potenziell für lange Zeit dann von zehren. Deshalb, selbst wenn man eine Weile im Bunker hockt, ist Vitamin D-Mangel erst ein Problem nach langer Zeit. Wenn man da sonst nicht irgendwie über die Nahrung nicht auch noch drankommt. Also Vitamin D gibt es zwei Möglichkeiten. Man kann es essen oder eben selber produzieren. Die ganzen anderen Dinger, die kann man in der Regel nur essen. Man ist also auf die Aufnahme von außen quasi angewiesen. Jetzt will ich gar nicht sagen, welche Vitamine hier alle drin sind. Es sind einfach alle, schlicht und ergreifend, muss die jetzt nicht aufzählen. Interessant finde ich jetzt allerdings, dass bei den fettlöslichen, die man eben speichern kann, darauf geachtet worden zu sein scheint, dass die nicht in sehr hohen Konzentrationen vorhanden sind. Weil beispielsweise Vitamin B5 haben wir hier 174% des empfohlenen Tagesbedarfs oder Vitamin B12 206% des empfohlenen Tagesbedarfs oder Vitamin E 204% des empfohlenen Tagesbedarfs und so weiter und so fort. Und das finde ich ganz geschickt, dass dann zum Beispiel Vitamin D da irgendwie aus der Reihe fällt, weil es nämlich exakt nur 100% des empfohlenen Tagesbedarfs sind, die da drin sind. Denn bei den fettlöslichen Vitaminen kann es zu Problemen kommen, wenn man davon zu viel zu sich nimmt. Die wasserlöslichen Vitamine, das ist egal. Man kann von denen nicht zu viel, also außer man ist irgendwie krank und hat eine Stoffwechselstörung oder die Niere ist kaputt und so weiter und so fort, dann geht das schon. Aber als gesunder Mensch kann man von denen nicht zu viel zu sich nehmen, von den fettlöslichen wie eben dem D. Das geht sehr wohl und das kann dann auch zu Krankheiten eben entsprechend führen. Umso genialer, dass vom D wirklich nur relativ wenig hier drin ist. Mit den Mengen, die da verbaut sind, müsste man schon den ganzen Tag an der Flasche hängen und hier vor sich hin nuckeln, was nicht geht, weil man dann platzt und so satt ist, dass man einfach nichts mehr zu sich nehmen kann, um da dann irgendwie eine Überdosierung stattfinden zu lassen. Ist ja auch was man vielleicht mal eventuell kurz am Rande angemerkt haben sollte. So, jetzt ist es theoretisch ganz einfach, die besagten Vitamine und die besagten Mineralstoffe in irgendeinem Nahrungsmittel reinzukriegen. Nämlich, die sind alle chemisch synthetisierbar, beziehungsweise die Mineralien, die liegen auf dem Boden sozusagen rum. Die jetzt in eine ernährungstechnisch aufnehmbare Form, in Form von einer Tablette oder Ähnlichem zu bringen, ist chemisch überhaupt nicht schwierig. Und das ist zum Beispiel gemacht worden bei Energy 5, wer die kennt. Das sind diese interessanten Notfallnahrungsriegel, die man auch für irgendwelche Expeditionsvorhaben oder kurzfristige Ernährungen irgendwelcher Länder, bei denen eine Umweltkatastrophe oder Krieg ausgebrochen ist oder sonst was verwenden kann. Die enthalten nämlich eine ähnliche Zusammensetzung von den ganz wesentlichen Nährelementen und Vitaminen, wie sie hier drin sind. Aber der Unterschied ist halt der, für wen das eine Rolle spielt. Hier sind sie rein chemisch zugesetzt, also als Pülverchen aus dem Labor. Hier sind sie tatsächlich 100% natürlich drin, weil die genannten Zutaten die jeweils in den entsprechenden Konzentrationen enthalten. Also man hat hier nicht noch irgendwelche Laborpülverchen mit reingekippt. Das finde ich halt eben bemerkenswert und ich kenne sonst auch wirklich kein Nahrungsmittel, das auf solche künstlichen Zusätze von Vitaminen und Mineralstoffen verzichtet und sie trotzdem alle enthält. Bemerkenswert. Gut, also theoretisch Bertrand super gesund. Theoretisch kann man sich bis in alle Zeiten nur von Bertrand ernähren. Ich sage jetzt extra theoretisch, weil das funktioniert
zwar durchaus, wahrscheinlich funktioniert es auch über viele Jahre, aber besonders glücklich wird man vielleicht nicht unbedingt dabei, wenn man sich immer nur von solchen Fläschele quasi hier ernährt. Deswegen auch die Firma selber empfiehlt nicht, sich ausschließlich von dem Zeug zu ernähren. Es ist auch in der Umstellungsphase erstmal für den Körper vielleicht etwas gewöhnungsbedürftig. Zum Beispiel, wenn man es gewöhnt ist, normale zu hohe Mengen an Zucker als Industrielandbewohner zu sich zu nehmen, dann merkt man schon, wenn man versucht, sich ausschließlich hiervon zu ernähren, dass man unter Umständen vielleicht in der Anfangsphase, ich kann jetzt noch nicht sagen, wie es ist, wenn man sich ganz lange Zeit nur von diesem Zeug ernährt, aber in der Anfangsphase wird man auf jeden Fall erhöhten Hunger auf Süßes bemerken, weil einem der Zucker, der schnell verfügbare Energiezucker, dann einfach fehlt. Vielleicht kann man das auch dann entsprechend, das hängt vom jeweiligen Individuum ab, bemerken, dass einem dann auch entsprechend ein bisschen Energie fehlt, dass man das Gefühl hat, man ist ein bisschen müder, ein bisschen schlapper, als man das vielleicht eventuell gewohnt ist, wenn man zum Beispiel mehrfach am Tag dann auch irgendwie eine kleine Süßigkeit zu sich nimmt. Überhaupt ist es vielleicht sinnvoller, das Zeug hier nicht als drei Mahlzeiten pro Tag zu konsumieren, sondern in kleineren Dosen 5 Portionen zum Beispiel. Einfach wegen dieser Sache mit dem Zucker, der einem da unter Umständen fehlt. Der Blutzuckerspiegel ist zwar immer dann auf einem konstanten Niveau, weil wir hier ja langkettige Kohlenhydrate drin haben. Das heißt, wir haben weder einen Energieschub. Was wir aber auch nicht haben, ist halt ein Energieabfall, nachdem der Blutzuckerspiegel wieder runter ist. Woraufhin man dann Heißhunger bekommen würde und dann wahrscheinlich wieder irgendwas futtern, was zusätzlichen Zucker enthält, den man so nicht braucht, weshalb man sich dann erstmal wieder energiegeladen fühlt und dann wieder ordentlich loslegen kann, um dann wieder relativ schnell abzustürzen und wieder Hunger zu bekommen. Also eigentlich macht sowas länger satt. Aber wenn man halt eben den dauernden Konsum von Zucker gewöhnt ist, dann könnte das zu Schwierigkeiten führen, beziehungsweise aus eigener Erfahrung kann ich das halt eben bestätigen, dass ich, wenn ich dann wieder Hunger kriege, nachdem ich satt gewesen bin von dem Zeug, sehr großen Hunger kriege und dann eigentlich auch das Bedürfnis habe, irgendwie was Gehaltvolles, was sich gehaltvoller anfühlt als so eine Flüssignahrung zu mir zu nehmen. Also das ist vielleicht so eine Auswirkung, die längerfristiger Konsum von dem Kram hier jetzt irgendwie eventuell haben kann. Aber es macht schon satt, mich selbst so etwa 3 Stunden bis 4 Stunden, so ungefähr. Also 3 Stunden merke ich nicht viel davon, dass ich Hunger hätte. Eine Viertelstunde halte ich noch durch sozusagen und dann habe ich so richtig Kohldampf. Also dann möchte ich gern was essen. Und zwar was zum Kauen und nicht unbedingt nochmal was zu trinken. Wenn ich dann hingegen aber doch noch mal so eine Flasche mache und die dann nochmal runterkippe, dann habe ich nochmal so 3 bis 4 Stunden Ruhe. Jetzt ist aber 3 Mahlzeiten und die machen einen jeweils nur so 3 bis 4 Stunden satt. Das langt ja nicht über den Tag. Man ist ja nicht nur 12 Stunden wach, sondern in der Regel ja dann doch nochmal erheblich länger. 16 Stunden, 17, 18 Stunden soll ja auch mal vorkommen, je nachdem, was für einen Lebenswandel man führt. Und da sehe ich jetzt so ein bisschen ein Problem von diesem Produkt, weil es einen halt einfach nicht so lange satt macht. So, dann, was vielleicht auch noch gesagt werden sollte, sind halt die entscheidenden Vorteile, die jetzt so eine Ernährung im großen Maßstab, wenn man es jetzt mal vielleicht auf die ganze Menschheit übertragen wollte, hätte. Denn das ist quasi die Zutaten, die hier drin sind, sind ja einfach nur getrocknet und gepulverisiert. Fertig. Das war's an Zubereitung. Wir haben hier also keinen Garvorgang in der Herstellung dieses Essens. Spart enorm viel Energie. Wir haben ja eventuell einen gewissen Aufwand, um das Zeug aus den jeweiligen Ländern, wo es herkommt, zu importieren. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass das alles in Deutschland hergestellt worden ist. Allein schon, weil Affenbrot, Kernmehl in Deutschland schwierig
bis überhaupt nicht zum Beispiel herstellbar wäre. Aber trotzdem ist der Energieaufwand zum Herstellen dieser Nahrung vergleichsweise doch sehr, sehr, sehr gering, wenn man zum Beispiel mal mit einem Mikrowellenfertiggericht oder ähnlichem vergleicht. Das ist jetzt natürlich ein bisschen weit hergeholt. Sicherlich lässt sich auch energieeffizient Nahrung zubereiten. Wenn man sich zum Beispiel gerade auf einheimische Sachen vom eigenen Garten oder was spezialisiert und gerade eben im vegetarischen Bereich, ist da noch viel in diese Richtung möglich. Allerdings ist das vom Zeitaufwand her dann natürlich wieder viel mehr und gerade Zeugs aus dem eigenen Garten muss dann wieder gekocht werden. Und wenn ich jetzt an Gemüseeintöpfe und Ähnliches denke, wo man das Gemüse auch weich gekocht haben möchte, muss ja nicht bei jedem Rezept so sein, aber wenn das der Fall ist, dann dauert das ja teilweise schon relativ lang und so eine Herdplatte, eine klassische, hat schon einen ziemlich hohen Energieverbrauch. Jetzt kann man sagen, gut, dann nehme ich einen Gasherd. Das ist jetzt auch nicht unbedingt besser, weil der wird ja mit Erdgas und das ist halt was auch, wenn es auch der beste ist, aber trotzdem mit einem fossilen Energieträger betrieben. Ich möchte also darauf hinaus, dass es tendenziell, auch wenn es vielleicht noch bessere Möglichkeiten gibt, es ist aber definitiv eine der sehr, sehr guten Möglichkeiten ist, vom Energieaufwand her sich Nahrung zuzubereiten. Weil es ist ein Fertiggericht, aber mit minimalem Energieaufwand hergestellt und in der Zubereitung zu Hause braucht man dann quasi gar keine Energie, außer ein bisschen eine Schüttelbewegung. Sowas Energieeffizientes an Nahrung, das muss man erstmal nachmachen können mit irgendwas anderem. Auch beim Abwasch braucht man nicht viel Wasser. Man macht sich einmal die Flasche voll, schüttelt die ein bisschen aus, nimmt vielleicht noch eine Bürste und bürstet sie ein bisschen aus und dann spült man sie vielleicht noch ein zweites Mal durch und das war's. Dann hatte man einen Wasseraufwand für den Abwasch von circa 1,5 Litern. Weil die Flasche 720 Milliliter Volumen hat, da ist halt für mich jetzt noch ein bisschen was daneben gegangen, dann lass es 2 Liter sein. Das ist auch sehr gut, so vom Wasserverbrauch her. Den halben Liter von mir aus, den man jetzt da noch reinkippt, zur Zubereitung, dann sind wir bei 2,5 Liter meinetwegen, für Abwasch plus Mahlzeit an Wasserverbrauch. Energieverbrauch, Schüttelbewegung. Energieverbrauch in der Herstellung von dem Zeug, das wird schon ein bisschen was sein, aber wie gesagt, nicht zu vergleichen mit irgendeinem anderen letztendlich Fertiggericht, was das hier ja auch jetzt irgendwie quasi ist. Das ist also schon eine tolle Sache. Dann handelt es sich eben um Bio-Nahrungsmittel, ausschließlich. Warum das jetzt gut ist, da möchte ich jetzt gar nicht allzu viel zu sagen. Das ist ja klar, dass das aus ökologischer Landwirtschaft eben Verzicht auf zum Beispiel irgendwelche übertriebenen Düngermengen oder entsprechende Herbizide. Das ist auf jeden Fall immer eine gute Idee. Außerdem ist die Größenordnung, in dem das Zeug angebaut werden wird, einfach nicht so eine riesige, riesige Landwirtschaft. Und dass ich aus ökologischer Landwirtschaft, steht ja hier noch dabei, handelt, wird man jetzt zum Beispiel auch nicht die Wüste bewässert haben, um da Affenbrot, Kernmehl zu produzieren, letztendlich. Also da kann man, glaube ich, schon ziemlich sicher sein, dass da allzu viel Schindluder nicht getrieben werden kann, wenn das halt alles quasi Prädikat Bio hat. Allerdings, das möchte ich an dieser Stelle auch mal anmerken, nur einfach dieses Bio-Siegel oder Prädikat aus ökologischer Landwirtschaft oder aus ökologischer nachhaltiger Landwirtschaft und so weiter und so fort, das muss auch nicht unbedingt immer jetzt gleich bedeuten, dass es völlig frei von Sorgen ist. Beispielsweise eine negative Auswirkung, wenn man jetzt auf Herbizide beispielsweise verzichtet, ist, dass man dann deutlich öfter über seinen Acker drüber fahren muss, um quasi nach den Pflänzchen zu gucken oder von Hand irgendwelche Käferchen abzusammeln oder sonst was. Was natürlich das Produkt erst einmal teuer macht, aber das häufiger drüberfahren, häufiger mal nach den Pflänzchen gucken und so weiter und so fort, führt einfach zu erheblich höheren Bodenverdichtungen, als wir sie haben, wenn wir nur einmal pro Jahr drüberfahren und schön entsprechend Gift auskippen.
In so einem verdichteten Boden haben wir dann das Problem, dass die Wurzeln nicht weit runterkommen, damit die Nährstoffe, die weiter unten im Boden theoretisch vorhanden wären, nicht richtig entnommen werden können. Und zum Beispiel dann halt eben dadurch, dass man denkt, die Pflanzen wachsen nicht richtig, weil sie an die Nährstoffe nicht rankommen, wieder erhöhte Düngermengen braucht, selbst im Biobetrieb, weil der Boden halt schon so verdichtet ist. Nur ist mal, um ein Beispiel zu nennen, möglich wäre dann auch, dass man zum Beispiel Staunässe auf den Feldern bekommt und damit generell einfach ein höheres Risiko eingeht bei Starkregenereignissen, dass der Boden insgesamt weniger Wasser aufnehmen kann, weil er sich nur bis dahin mit Wasser vollsaugen kann, weil er hier unten so dicht gepackt ist, dass er überhaupt kein Wasser mehr aufnimmt und es eine Stauschicht gibt und die Felder dann sehr schnell unter Wasser stehen zum Beispiel und die ganze Ernte könnte dann aber ausfallen, weil der Boden verdichtet ist. Also es bringt noch so diverse Nachteile mit sich, ich bin jetzt aber kein Experte für Agrarböden, ich bin Experte für Waldböden. Aber es ist einfach nur mal so ein Faktor, den man beachten sollte bei der ganzen Biolandwirtschaft. Es ist nicht nur toll, das wollte ich jetzt nur kurz gesagt haben. Es gibt wenig Schwarz und Weiß, insbesondere in der Landwirtschaft. Alles, was man da machen kann, was gut ist, hat auch einzelne negative Aspekte und einiges, was man machen kann, was eigentlich schlecht ist, hat auch einzelne positive Aspekte. Beispielsweise die reine Menge an Ertrag, die mit konventioneller Landwirtschaft produziert werden kann, das ist ja per se erstmal was Gutes. Der Ertrag wird zum Teil weggeschmissen und Kartoffeln, die nicht die richtige Größe haben, landen sofort wieder in der Biogasanlage und so weiter und so fort. Das sind natürlich so negative Aspekte, aber prinzipiell könnte man mit der enormen Menge an Nahrungsmitteln, die mit konventioneller Landwirtschaft zu erzeugen sind, ja alles Mögliche ernähren. Theoretisch. Praktisch funktioniert es dann aus politischen Gründen wieder nicht und so weiter und so weiter. Es führt dann eins zum anderen und gibt alles ein Fass ohne Boden, wenn man das noch weiter aufmachen wollte, was ich an dieser Stelle aber nicht will. Um dann aber jetzt nochmal auf die Nachhaltigkeit dieses Produktes zurückzukommen, so als Ernährungsform, es ist halt vegetarisch. Vegetarisch ist zwar nicht zwingend notwendig, um den Planeten zu retten, wäre aber auf jeden Fall eine recht gute Möglichkeit, um den Planeten ein Stück weit zumindest zu retten, weil der Energieaufwand, der zur Produktion von Fleisch eben notwendig ist, halt wirklich enorm weit über dem liegt, was man braucht, um irgend so ein vegetarisches Breiching herzustellen, selbst wenn es nicht vegan ist und noch Milch zum Beispiel beinhaltet, also damit durchaus eine tierische Komponente. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber wer Milch trinkt, der tötet ja auch trotzdem die Kälber, weil die Kälber müssen ja weg, damit die Kuh Milch haben kann, weil sonst kriegt ja das Kälbchen die Milch. Ist durchaus ein Argument, was man da so ein bisschen im Hinterkopf haben muss. Also wenn man wirklich keine Tiere tot sehen möchte, dann muss man tatsächlich Veganer sein. Als Vegetarier akzeptiert man trotzdem, dass für die Milch, die man trinkt, die Kälbchen vorher gefuttert werden. Trotzdem sind einfach die Ausmaße an Fleischkonsum quasi, den man unterstützt, indem man Fleisch konsumiert, erheblich höher, als wenn man jetzt sagt, man ist halt Vegetarier. Also es ist schon ein guter Kompromiss. Man muss jetzt nicht gleich vegan werden, würde ich jetzt definitiv so unterschreiben wollen. Ja, und das Ganze erzähle ich jetzt deswegen, weil wenn man es halt auf eine größere Zahl von Leuten projiziert, die sich primär von diesem Zeug ernähren und zum Beispiel nur zu irgendwelchen Festtagen oder sonst was dann nochmal regulär kochen, dann aber vielleicht sich auch mehr Zeit nehmen fürs Kochen und dann tatsächlich aus regionalen frischen Nahrungsmitteln, Kartoffeln vom Acker nebenan, Salat aus dem eigenen Garten und so weiter und so fort und dann halt eben vielleicht ein gutes Stück Wild zum Beispiel. Bio, mehr Bio geht nicht im Fleischsektor. Sich dann halt wirklich ein vernünftiges Essen zubereiten und sonst halt auf so eine ressourcenschonende Lösung zurückgreifen, das wäre halt schon jetzt so rein für den Planeten gesehen eine sehr, 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 sehr gute Sache. Und ich finde vor allen Dingen deswegen das toll, weil das auch eine umsetzbare Lösung für Leute wie mich ist, die irgendwelche Gemüsepfannen, Ratatouille oder sonst was einfach nicht mögen.
und auch generell einfach aus weil wir schlechte Menschen sind, den Aufwand scheuen, jeden Tag frisch zu kochen, was vom Ressourcenverbrauch her ja auch einfach praktischer ist, als zum Beispiel irgendein Fertiggericht in die Mikrowelle zu klatschen oder sich beim Döner nebendran einen Döner zu holen oder ja, auch vom Geld her und so weiter und so fort, ne? Und dann halt Spülmaschine immer anschmeißen, anstatt halt mit 2,5 Liter Wasser seinen kompletten Abwasch für die ganze Mahlzeit gemacht zu haben. Das ist schon auf die Dauer gesehen halt ein gewisser Unterschied. Und ich finde das einfach, darauf möchte ich hinaus, deutlich einfacher umsetzbar für Menschen wie mich, sich halt hin und wieder statt einer richtigen Mahlzeit so einen Shake reinzuhauen, als komplett veganen Lebensstil. Oder einen nur super wenig Fleisch konsumierenden Lebensstil. Wenn ich mir eine richtige Mahlzeit mache, wenn ich was koche, dann will ich eigentlich auch immer Fleisch haben. Und es müssen dann nicht gleich 300 Gramm sein, aber 150 habe ich schon gerne. Also gerade jetzt so im Fall vom üblichen Schnitzel, ne? Für mich ist das wirklich persönlich durchaus eine echte Alternative, wo man mal drüber nachdenken könnte, dass man mit seiner Ernährung vielleicht ein bisschen ressourcenschonender dahergeht. So, und jetzt kann ich dann auch noch was erzählen zur Outdoor-Eignung von dem Zeugs.